von der Region für die Region. Liebe Zuseher, herzlich willkommen aus dem Kufstein-TV-Studio im Herzen der Festungsstadt. Ich bin Albin Winkler und das sind unsere Highlights der Woche. Närrisches Treiben in Epps. Kufstein-TV zu Gast beim großen Faschingsumzug. Der Rotary-Club Kufstein verköstigte heuer wieder seine traditionelle Fastensuppe. Ein Kröpfler ins kalte Nass. Mit Horst Karrer beim Eisschwimmen am Herzsee. Volles Haus beim Kinderfasching in der Arena. Wir drängten uns durch die bunte Masse und sammelten die besten Eindrücke. Ein kleiner Sonderbeitrag passend zum Fasching. Kennt ihr den Wirtshausrumpler? Ein lustiges Unterhaltungsspiel für Jung und Alt. Reinhard Exenberger stellt ihn uns vor. Das ist ein sogenannter Rumpler. Das habe ich mir von die Südtiroler angeschaut. Da gibt es diesen Südtiroler Rumpler. Und den habe ich jetzt nachgebaut, beziehungsweise halt einfach ein bisschen verfeinert. Und das ist ein ganz lässiges Spiel, speziell für so Feierlichkeiten oder für einen Stammtisch oder irgend sowas. Weil das da, das ist sozusagen ein Wirtshausrumpler. Da steht ein Wirtshaus da. Da ist die große Wirtsstube. Da ist die Zirmstube, das ist alles beschriftet da. Da hinten ist die Kegelbahn. Da ist die. Die Weiberleute, die dann da also auf der Koche dann da Gacken steht oben. Und da ist sie für die Männerleute. Die sehen so aus, jeder ist einzeln gemacht natürlich. Das ist ein bisschen Angeber. Der hat ein Ding mit weißt du schon, wie sagt man da, wenn er was auszeichnen lässt. Gell? Das da. Und dann ist da hinten die Kellnerin, die ist 40 Punkte, weißt du, weil es klar. Wenn du da reinkommst, will ja jeder hin, da kann rein. Oder der Koch, da ist der Kochdreh und die Beiköchin da. Und ganz hinten ist die dicke Wirtin. Und da ist eben die Zirmstube. Und da gibt es am meisten Punkte. Ja. Das ist das Bierlager. Ja. Sage ich ganz schnell, wie das geht. Das ist also der Kreisel da. Ja. Den müsst ihr aufwickeln. Den musst du aufwickeln und dann mal schauen, dass du möglichst viele Punkte zusammenbringst. 1, 2, 3. Ja, 20 Punkte sind schon gewaltig, das sind wieder 20. Das sind schon 40 Punkte. Ja. Übrigens, wenn du da nicht rauskommst von dem Platz, nachher bist du ein Stubenhocker, das kostet eine Runde Schnaps. Gell? Das ist eh schon ganz nicht schlecht, gell? Besser war noch, wenn er da hinten reinkam. Ja, das sind jetzt 20, 40, 60, 80 Punkte. Nach 2 Jahren Zwangspause war Fasching heuer wieder so richtig angesagt. In der Region kamen Maschkara ausreichend auf ihre Kosten. Ob bei Bällen und Partys oder gar bei Faschingsumzügen. Einer davon spielte sich in der Gemeinde Epps ab. Bilder vom Umzug gibt's gleich nach der Werbung. Wow, wo hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Thank you.
Der Kulturausschuss in Epps organisierte am Faschingsdienstag einen Umzug mit anschließender Party. 2005 war es, als die Eppser Faschingsgaudi zum ersten Mal stattfand. Die Intention dazu hat vor allem einen sentimentalen Hintergrund seitens des Gründers Sebastian Osel. Ja, ich habe ganz schöne Kindheitserinnerungen und ich habe mich so gefreut, wenn es Mama angelegt hat zum Fasching gehen. Damals haben wir von der Schule einen Faschingsumzug gemacht worden. Und irgendwann sind wir dann selber mit den Kindern auch in die Schule gegangen zum Fasching. Und plötzlich haben wir keinen Fasching mehr gehabt in Epps. Und dann bin ich damals 2004 Kulturreferent geworden in der Gemeinde. Dann habe ich mir gedacht, nein, in Epps gab es keinen Fasching, das geht nicht, das müssen wir wieder neu starten. Mir ist einfach wichtig, wir wollten den Fasching von Anfang an für Familien, für Kinder aufziehen, dass einfach die Eltern mit ihren Kindern im Dorf Fasching gehen können und nicht weiß Gott, wo hinfahren müssen. Das Schöne ist, dass das ganze Dorf zusammenhüpft. Ich fange an bei der Feier, weil man sich die Straße erspart. Die Epser Musik, die Bundesmusikkapelle macht einen Umzug. Dann haben wir einen Kirchenchor, der was die Bewirtung macht. Der Fohlenhof hat die Kutsche zur Verfügung gestellt. Und vier Familien sind einfach da. Also ganz Epser auf die Beine. Ins Getümmel stürzte sich auch eine ganz schön gelbe Familie. Ja, wir sind gemeinsam mit den Kindern, weil wir sind die Fußballmamas. Und da hat der Nico die Idee gehabt, wir könnten ja eigentlich Minions gehen. Und dann haben wir gesagt, ja, wieso leider Kinder? Und so ist das dann zustande gekommen. Dann haben wir gebastelt. Traditionell wurde in Epps auch heuer ein Prinzenpaar ernannt, welches von der Dorfgemeinschaft gebührend bejubelt wurde. Ich bin von der Gemeinde gefragt worden, ob ich Faschingsprinzessin sein will. Dann habe ich zuerst mal überlegt, ja. Also es war immer als Kind mein Traum, die Chance müsste ich jetzt nützen und habe mir einen kleinen passenden Prinzen dazu gesucht. Ja, wir haben ja den großen Schlüssel von der Gemeinde überreicht bekommen, auf den müssen wir ganz gut aufpassen, weil wenn der verschwindet, das wäre natürlich nicht so gut. Spektakulärer Glanzpunkt war die bedeutungsvolle Hexenverbrennung. Ja, wir verbrennen eine Hexe, weil die Hexe treibt eigentlich den letzten Tag vom Fasching und soll eigentlich den Winter vertreiben. Lass sie brennen, Lichterloh. Fasching, mengt die Kinder, mengt die Familien. Also wir freuen uns total. Man merkt einfach, dass Leute etwas möchten, dass sie etwas riert. Aber heute springt natürlich den Rahmen, was wir heute haben. Jahrelang nichts und jetzt muss man es einfach krachen lassen. Nach dem Fasching kommt die Fastenzeit. Der Rotary Club Kufstein tischte deswegen am Aschermittwoch seine berüchtigte Fastensuppe auf. Mit dem Motto Schlemmen für den guten Zweck. Mit vollem Magen sehen wir uns dann die Veranstaltungstipps an. Nächste Woche auf QTV? Am Aschermittwoch kredenzte der Rotary Club Kufstein bereits zum 27. Mal seine altehrwürdige Fastensuppe. In den Kufsteiner Galerien herrschte reger Andrang. Dabei wurde der hohe Stellenwert der Fastensuppe seitens der Rotarier immer wieder betont. Also für einen Rotary Club passt, dass wir Einnahmen lukrieren können, die wir aber nicht für uns sammeln natürlich, sondern wir engagieren uns vor allem in der Region für Sozialprojekte, für sehr direkte Unterstützungen bei Menschen, die einfach Hilfe brauchen. Das machen wir zum Teil direkt, zum Teil gibt es auch einen Zusammenschluss mehrerer Kufsteiner Service Clubs, gemeinsam helfen Kufstein. Wo das koordiniert passiert, dass wir einfach Menschen in Not helfen können. Fastensuppen ist ja schon ein Pflichttermin für die Rotarier. Also die Fastensuppen ist auch irrsinnig gut. Die Veranstaltung ist super und dass das alles am wohltätigen Zweck zugute kommt, ist super. Ja, ich finde das ganz toll, weil das natürlich auch karitativen Zwecken
zur Verfügung gestellt wird. Und deshalb finde ich das eine ganz tolle Geschichte. Überhaupt diese ganzen karitativen Vereine, das ist eine ganz eine tolle Geschichte. Und wenn man die Gelegenheit hat, dann sollte man sie unterstützen. Jedes Jahr sind wir ganz erfreut, dass uns alle mithelfen, alle Freunde im Club und natürlich auch unsere Damen, die uns unterstützen bei der Fastensuppe. Allen voran die Alpenrose mit einer sehr köstlichen Suppe heuer. Und ja, ich sag, der ganze Club steht dahinter, hinter dem Projekt. Es ist ja jedes Jahr ein voller Erfolg. Wir freuen uns, dass halt relativ viele Leute kommen. Viele wissen es auch schon über die lange Tradition, dass das gehört, was wir da einnehmen, regional den Menschen in unserer Region ganz unbürokratisch eins zu eins zur Verfügung gestellt werden und wir da relativ viele Hilfsprojekte auch verwirklichen können. Zum Start der 40-tägigen Fastenzeit wurde natürlich auch über persönlichen Verzicht gesprochen. Auf Alkohol und ich versuche erstmals auch auf Schokolade. Mal schauen, was ist, glaube ich, das Schwierigere, um ehrlich zu sein. Fasten ist grundsätzlich einmal ein bisschen auf die Ernährung schauen, weil das ganze Jahr stopft man sich einen Haufen schlechte Sachen in den Körper rein. Das ist auch für den Alkohol ist es vielleicht aber nicht so schlecht, dass man ab und zu mal ein bisschen weniger trinkt oder die ganzen süßen Sachen weglässt. Dass man zum Beispiel weniger Alkohol trinkt, nicht ganz aufhören, das wollen wir nicht, weil wenn man gutes Essen hat, schmeckt auch ein gutes Glas Wein dazu. Also, aber ja, ein bisschen dran denken, das tut man schon. Süßigkeiten hatte ich einmal vor, aber schauen wir mal. Ich faste eigentlich nicht unbedingt Alkohol oder so, alles in Maßen. Ja, ich versuche mich etwas mit Schokolade einzubremsen, aber ob mir es gelingt, weiß ich jetzt noch nicht. Die Organisatoren fördern mit ihrem Vorhaben verschiedene wohltätige Zwecke. Es sind viele Projekte, die teilweise auch mit Kindern in den Schulen sind, auch schwierige Verhältnisse bei einigen Familien, wo wir helfen dürfen. Ich kann nicht so ins Detail gehen, aber es sind halt wirklich auch schwere Fälle da. Die Veranstaltung stieß in Kufstein auf hervorragende Resonanz. Ja, die Suppe ist sehr gut und jetzt hole ich mir noch einen Aufschlag. Insgesamt schöpfte der Rotary Club ganze 1200 Suppen aus. Immer mehr Menschen werden Opfer von Hass im Netz. Es ist auch sehr leicht, Opfer dessen zu werden. Man muss sich nur öffentlich exponieren und irgendeine Meinung vertreten. Und schon kann es sein, dass man zum Target von teilweise sehr verletzenden Kommentaren im Netz, in den sozialen Medien wird. Viele, die uns vielleicht jetzt auch zusehen oder auch einige vielleicht, die hier sitzen, sind schon Opfer von Hass im Netz geworden. Aber wie geht man damit um? Es ist ein Thema, das diskutiert werden sollte, denn viele schleppen sowas lange mit sich mit und man weiß ja aus den Medien, es hat in Fällen auch schon zu Selbstmord geführt, wenn man über Jahre hinweg Opfer von Hass im Netz wird. Was ist eine Bewältigungsstrategie? Wie soll man damit umgehen, emotional? Was kann man rein strafrechtlich tun gegen Verfolgung, Hass im Netz? Darüber und über andere Themen wird Ingrid Brodnik referieren am 9. März. Das letzte Kindertheater dann für heuer wird die Geschichte von Elio mit dem geheimnisvollen Koffer sein. Auch das ist so eine Reise, ein bisschen eine fantastische oder Reise in der Fantasiewelt, aber rund um die Welt und alles kindergerecht aufbereitet. Das sind als Kindertheaterformationen, mit denen wir eigentlich schon sehr lang zusammenarbeiten. Die Charlotte ist da verantwortlich auch für das Programm und es sind die Leute, die für uns am besten das für die Kinder aufbereiten und den direktesten Zugang auch zu diesem jungen Publikum haben. Lumpazi Vagabundus. Zauberposse in zwei Akten von Johann N. Nestroy. Modernisiert und inszeniert von Angelika Klaubauf und Team. Vom Brixlecker Theaterverein im Theater Brixleck. Karten und weitere Informationen gibt's auf www.theater-brixleck.at.
Der Kulturverein Klangfarben präsentiert ein besonderes Schmankerl in Sachen Global Music. JMO. Das sind drei Musiker aus Israel, der Schweiz und dem Senegal, die mit ihrem internationalen Sound Grenzen überschreiten und ihre Zuhörer inspirieren. Lasst euch von diesem besonderen Flair in den Bann ziehen. Am 4. März in der Kulturfabrik Kufstein. Der Kulturverein UNOS 93 ernennt den März zum Literaturmonat. Beim Altwirt in Langkampfen finden den ganzen Monat über verschiedene Lesungen statt. Der Eintritt basiert dabei auf freiwilligen Spenden. Weitere Infos unter www.unus93.at. Baden bei eisigen Temperaturen? Für Horst Kara nichts Ungewöhnliches. Der Lehrer aus Kufstein geht seinem Hobby, dem Naturseeschwimmen, auch im Winter nach und nahm uns kürzlich mit an den Herzsee. Vom Wasser geht's danach in den Schnee mit dem Kinotipp der Woche. Horst Karrer hat eine ungewöhnliche Leidenschaft. Okay, heute nehme ich mit etwas zum Aufhacken, wobei ich nicht sicher bin, ob ich es brauche. Natürlich die normalen Badeaus-Sachen und etwas zum Draufstehen. Er ist begeisterter Ganzjahresschwimmer und schreckt auch nicht vor eisigen Wassertemperaturen zurück. Der Lehrer fährt dafür jeden Tag an seinen geliebten Natursee. Als geborener Kufsteiner ist der Hechtsee dort, wo ich schwimmen gelernt habe, bis aufs Schwimmbad halt. Aber dort, wo du schwimmen gehst, ist der Hechtsee. Entstanden ist das alles, weil ich zu schwer war zum Laufen. Habe ich Fersensporn bekommen und ich habe damals über 100 Kilo gewogen. Und über 100 Kilo sollte man nicht laufen. Über das ganze Jahr hinweg kommen beim Kufsteiner so einige geschwommene Kilometer zusammen. Ich bin eigentlich Schwimmer. Das heißt, ich schwimme auch so 1,8 bis 2 Kilometer von Mitte März bis Mitte November, sage ich jetzt einmal, je nach Witterung. Und dann wird es halt weniger. Ich kann bei 10 Grad diese 1,8 Kilometer schwimmen oder 2 Kilometer schwimmen eigentlich. Und das tue ich halt und wenn es dann kälter wird, dann schwimme ich weniger weit und zum Schluss hocke ich halt nur noch auf. You know what to do. Where do we go from here? Don't let it rule you. Everything's gonna be alright. Für angehende Eisschwimmer hat Kara den ein oder anderen Ratschlag parat. Eins muss uns klar sein, das Wasser kühlt nicht so schnell und nicht so rapide ab wie die Luft. Und das Wasser wird von einem Tag aufs andere, kühlt es maximal einen Grad ab, vielleicht zwei, aber viel schneller kann der See gar nicht abkühlen. Und darum kann man eigentlich schön trainieren, mit dem See abzukühlen. Und das ist auch etwas, was ich jedem sage, bitte im Herbst anfangen, nicht mitten im Winter plötzlich das Eis aufhacken. Du musst halt in deinen Körper hineinhorchen, was du schaffst. Es gibt Leute, die sehr gerne sich hineinsetzen und meditieren. Da auch wirklich mit dem Kopf unter. Das machen ganz viele nicht, weil sie eben das Gefühl haben, sie würden dann ersticken. Das ist etwas, was man sich selbst herausfinden muss. Das sucht man sich nicht aus, sondern das tut man einfach. Auf den menschlichen Körper haben die kalten Wassertemperaturen ihre ganz besonderen Auswirkungen. Der Körper fängt an, in jeder Zelle aufzuheizen. Der Körper ist herausgefordert, hat eine, das klingt jetzt sehr theatralisch, Nahtoderfahrung. Er will das nicht, er kühlt ab. Außen, aber innen muss er anfangen, jede Zelle fängt an zu verbrennen, vor allem wenn man dann heraus ist.
Dabei schüttest du Dopamin und andere Botenstoffe aus, weil du und die glücklich machen, vielleicht nicht gerade, wenn du drin sitzt, sondern wenn du wieder draußen bist, weil du ja eine Extremsituation überlebt hast. Und das ist etwas, was dem Gemüt sehr gut tut, das ist etwas, was dem Körper sehr gut tut. Da gibt es inzwischen eben Wim Hof und andere Studien, die bestätigen, dass das einfach gesundheitlich, wenn man es vertragt, sehr gut ist. Verkühlungen kriege ich für gewöhnlich weg. Ich war lange Zeit von November bis April zu, so Nasen-Nebenhöhlen-Geschichten. Die habe ich seit dem Schwimmen weg. Wir haben ein Restaurant, wo ich dann nachher auch noch essen gehe, wo ich wirklich eine Auszeit habe und dann wieder arbeiten fahre. Und da ist man dann viel relaxter und ich bin auch der Meinung, dass man auch besser arbeitet, wenn man einmal am Tag sowas hat wie eine Stunde, zwei Stunden Urlaub. Nächste Woche auf QTV? Jeder kommt hier als junger Athlet, als junge Athletin herein und hat ganz klare Vorstellungen. Sie wollen nämlich alle Olympiasieger, Weltmeister, zumindest im Weltcup erfolgreich realisieren. Wir begleiten dabei. Wir können nichts versprechen, aber eines braucht es unbedingt, und zwar einen eisernen Willen. Es müsst jetzt anfangen im Rennfahren. Es müsst eine Gaudi haben am Rennfahren und es müsst beim Rennen einfach brachial eintreten. Das Problem ist einfach, dass halt andere Nationen, die schlafen halt nicht. Wenn im Glas nichts mehr drin ist, ist nichts mehr drin. Und lass jetzt mal alles los. Vielleicht muss ich nach dem Skifahren gerne mehr schaffen. Vielleicht sind die 20 Kugeln nach am Stehen. Und vielleicht sind die keinen Sieger. Die farbenfrohe Faschingsparty in der Kufstein Arena ließ heuer wieder unzählige Kinderaugen leuchten. Werft mit uns einen Blick ins ultimative Faschingsparadies. Doch davor wird's bunt mit der Werbung. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. We'll be right back.
Nach einer zweijährigen Auszeit konnte in der Kufstein Arena endlich wieder der kunterbunte Kinderfasching gefeiert werden. Action, Spiel und Spaß hieß es den ganzen Nachmittag über für den Nachwuchs. Das Programm richtete sich an verschiedene Altersklassen. Und natürlich durften Ballonfiguren dabei nicht fehlen. Das Beliebteste ist eindeutiges Schwert. Also das ist bei jedem beliebt. Viel besucht war die Schminkstation, wo man sich unterschiedliche Motive aussuchen konnte. Die Mädels, die lieben es einfach, Schmetterlinge zu sein oder eben auch Feen oder Prinzessinnen. Und die Jungs, die mögen es ein bisschen wilder, die mögen Spinnen und Schlangen und einfach, wo es ein bisschen mehr zur Sache geht. Mit verschiedenen Hüpfburgen, einer Riesenrutsche, einem Kletterturm und Kreativstationen war im Kinderparadies einiges geboten. Da erinnerte man sich schnell wieder daran, was den Fasching eigentlich ausmacht. Action und Spaß mit den Kindern, das macht's aus. Ganz neu für mich, wir sind mit den Kindern jetzt das erste Jahr dabei und es ist sehr lustig, man kann sich wieder verkleiden und irgendwo hingehen mit den Kindern. Spaß und viel los, Verkleidungen und ja, a Gaudi halt. Die Hüpfburgen sind toll und ich finde die Getränke und alles. Es gibt so viele tolle Sachen. Zuckerwatte. Ja, lecker. Ich finde aber den echt cool. Ich muss mal versuchen, raufzuklettern. Das da mit den Piraten. Bei ihrer Kostümauswahl bewiesen die Kids viel Kreativität. Aus Minnie Maus, als Marienkäfer, Wednesday, Batman. Also ich bin als Schneewittchen oder so verkleidet. A Clown. Ich bin die Hermine Granger von Harry Potter. Harry Potter schaue ich so gern und habe mir gedacht, ich verkleide mich als Hermine Granger. Als schwarze Katze. Als Missy. Als Schmetterling. Als Reh. Der Kufsteiner Kinderfasching sorgte für ausgelassene Stimmung bei Jung und Alt und machte bereits Lust auf die kommende Narrensaison. Vielen Dank fürs Einschalten in dieser Woche. Und nicht vergessen, in nächster Zeit warten auf unseren Social-Media-Kanälen und der Webseite kufstein.tv viele Gewinnspiele auf euch. Schaut doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Euer Albin Winkler. Von der Region. Für die Region.